Guten Morgen. Die Verschwörungstheorien, das ist ein Thema, was mich seit Beginn meines veganen Tagebuchs eigentlich begleitet hat, weil viele Kommentare referieren auf diese Theorien, wenn ich Thematiken behandle, die auch außerhalb der Ernährung liegen. Und entsprechend habe ich da sehr intensiven Kontakt über die letzten Jahre mit dem Thema gehabt, habe mich selber darüber auch mehr informiert und sogar auch schon zwei Bücher zum Thema rezensiert. Wenn ich die Rezension finde, blende ich sie hier oben ein und bin generell daran interessiert, weil ich den Eindruck habe, dass das ein Thema ist, was sehr stark polarisiert und was aber viel differenzierter betrachtet werden sollte. Es gibt auf der einen Seite immer die Vernünftigen und auf der anderen Seite die Spinner. Oder wenn man das aus den jeweiligen Lagern betrachtet, einmal die naiven Scheuklappenträger oder die Schlafschafe genannt und auf der anderen Seite die paranoiden Spinner, die Aluhutträger. Und das polarisiert schon extrem das Thema Verschwörungstheorien. Dabei ist die Frage, was sind denn überhaupt Verschwörungstheorien? Also, dass sich bestimmte Menschengruppen im Geheimen treffen und irgendetwas ausmachen, wovon kein anderer weiß. So. Wie klar ist die Definition? Wie kann man sie ausbreiten? Und was hat das für eine Bedeutung auch in unserem Leben? Und da kommen wir auch dazu, warum ich mir tatsächlich die Frage stelle und auch euch die Frage stelle, inwieweit es sinnvoll wäre, eine Videoreihe zum Thema Verschwörungstheorien ins Leben zu rufen, die die gesamte Gemengelage differenziert betrachtet. Ist da überhaupt Interesse daran, dass man ja weder alles, ja, was an Verschwörungstheorien existiert, für bare Münze nimmt und sich von seiner Angst leiten lässt und wirklich jeden Schwachsinn quasi Glauben schenkt, oder ob man auf der anderen Seite nur der Wissenschaft glaubt und nur dem anerkannten Wissen. Und da sind wir schon bei der Frage, was ist anerkanntes Wissen? Auf jeden Fall gibt es Interesse an so einer Videoreihe, die das differenziert betrachtet. Da würde ich mir nämlich wirklich mal etwas Zeit dafür nehmen und da, wie ähnlich damals beim Ayurveda, so über mehrere Teile hinweg das Thema Verschwörungstheorien intensiv bearbeiten und aus meiner Sicht versucht, objektiv zu betrachten. Ich selber muss da aufpassen, weil tendenziell bin ich wohl eher auf der Seite derer, die die meisten Verschwörungstheorien ja nicht ernst nehmen können. Aber ich versuche mich da zurückzunehmen und würde das zumindest versuchen und in dieser Videoreihe auch dann besseren Zugang dazu zu finden. Denn Verschwörungstheorien begegnen uns überall. Also, wenn man TV schaut, also oder Serien, das ist ganz oft das Thema. Damals Akte X, erinnert euch vielleicht noch die älteren Semester unter euch, na? Akte X oder das Spähprogramm der NSA, was ja über Edward Snowden ja so bekannt geworden ist, solche Sachen, das begegnet uns auch immer wieder in den Nachrichten. Und natürlich dann auch Berichte über Chemtrails, über flache Erde, über alle möglichen Dinge, die strömen uns ja schon auf uns ein. Und das hat schon, zum einen hat das erstmal eine Grundlage, dass sowas existiert. Was die Grundlage ist, ist eben die Frage. Und zum anderen entwickeln wir ja einen gewissen Mechanismus, damit umzugehen. Und das ist natürlich auch sehr interessant. Und ja, entsprechend erstmal vielleicht, dass dieses Video auch so ein bisschen Content enthält, die Frage, was ist eine Verschwörung? Wie definiert sich diese Verschwörung? Und da gibt es ja so verschiedene Ansätze, Merkmale. Und mein Merkmal wäre ja die Größe. Ne? Da gibt es ja so verschiedene Schlagworte wie Big Data oder Big Pharma. Das referiert jeweils auf, also Big Data auf die großen Datenkraken wie Google und auf die großen Unternehmen, die halt quasi Daten sammeln und das dann quasi eventuell mit der Regierung zusammen oder je nachdem welche Theorie man folgt oder die Regierung selber sammelt die Daten und das dann halt auswertet. Wie auch immer, da kommen wir gleich zur nächsten Definition. Grundlage.
Und ja, und Big Pharma, die ganzen Pharmaindustrie, wie sie alles unterjocht und nur ihre Medikamente loswerden will. Oder Big Government, die ganzen Regierungen, wie sie zusammenarbeiten und wo es so eine elitäre Gruppe gibt, die alles steuert. Also die Größe könnte ein Merkmal sein von Verschwörungen, Verschwörungstheorien. Aber es gibt ja auch kleine Verschwörungen, ne? Zum Beispiel, wenn sich in einer Pokerrunde zwei Leute abgesprochen haben, um die anderen beiden zu betrügen, ist das auch eine Verschwörung. Und von daher, ab wann spricht man von Verschwörungstheorie? Das ist halt schon die Frage. Auch wird immer unterstellt, dass es schlechte Motive sind. Aber ist es wirklich so, dass man sagen kann, Verschwörungstheorien existieren nur bei schlechten Motiven? Und kann man das überhaupt zweifelsfrei sagen? Zum Beispiel, dass die USA, wenn das der Fall ist, dass sie im Endeffekt alles ausspähen wollen, die ganzen Informationen über alle Menschen, über alle Gruppierungen, so viel wie möglich Informationen sammeln. Ist das als Verschwörungstheorie ja möglich, das so zu sagen, wenn das aus positiver Intention besteht? Das heißt, wenn da nur die Sicherheit der Bevölkerung im Vordergrund steht und keine irgendwie von uns wahrgenommene negativen Motivation dahinter steht, spricht man dann von einer Verschwörungstheorie? Und ja oder nein? Und ist das dann was Schlechtes, eine Verschwörung? Oder ist es, kann es auch was Gutes sein? Es gab in der Geschichte viele Beispiele, das wären sowas, wo ich in den weiteren Videos auch davon berichten würde und das so ein bisschen herausarbeiten würde, dass Verschwörungen zu etwas Gutem geführt haben und auch mit guter Intention durchgeführt wurden. Weil oftmals ist es so, dass es in der Gesellschaft so eine grundlegende Überzeugung gibt, die aber nicht der Realität entspricht. Und wenn man dann eine neue geistige Evolutionsstufe initiieren will in die Gesellschaft, dann muss man erstmal im Geheimen operieren und dann ist das etwas Positives. Ja? Und genau dieses Geheime versus Öffentliche, also das ist auch so eine Frage von Verschwörungstheorien. Ist eine Verschwörungstheorie nur dann eine Verschwörungstheorie, wenn sie inoffiziell ist? Und was sind dann offizielle Verschwörungstheorien? Gibt es sowas überhaupt? Oder sind es nur Theorien über eine Verschwörung? Oder wie sollte man das bezeichnen? Das beste Beispiel ist der 11. September. Am 11. September, da wurde zumindest das jetzt offiziell, da haben sich 19 Leute verschworen aus der Gruppe von Al-Qaida, um eben diesen Anschlag zu verüben. So, und das ist ja eine Verschwörung gewesen. Und das ist allgemein anerkannt, dass das eine Verschwörung ist. Aber ist das dann eine Verschwörungstheorie, weil sie offiziell geworden ist? Oder ist es dann irgendwas anderes und gilt nicht mehr als Verschwörungstheorie? Denn eigentlich ist es ja eine Verschwörungstheorie. Man kann sich da auch nicht sicher sein, weil es gibt ja noch die andere Theorie, dass die USA selber ihre Wolkenkratzer da in die Luft gesprengt hat. So, das ist nun auch eine Theorie. Und die eine gilt als offiziell, weil sie von der Mehrheit der Menschen getragen wird. Und die andere eben von sehr wenigen Menschen getragen wird. Aber das sind doch jetzt beides Verschwörungstheorien, oder nicht? Und das ist halt eben die Frage. Ne? Das eine gilt als Verschwörungstheorie und das andere gilt als Wahrheit. Obwohl es im Endeffekt auch nur eine Theorie ist. Denn woher wissen wir die Information? Aus Medien. Und Medien, das wissen wir alle selber, können beliebig manipuliert werden. Also es gibt da so viele Dinge, die man da in Frage stellen könnte. Auch was sind Fakten? Ne? Auch mit Edward Snowden, der ja ausgepackt hat, dass die USA überall Spähangriffe fährt und so weiter. Sind das Fakten? Es ist ein Mensch und wir erhalten diese Informationen über Medien gefiltert und jeder nimmt das für bare Münze, dass die USA alles ausspäht. So, und also in der Art und Weise, wie er das propagiert. Aber sind das Fakten? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Also was Verschwörungstheorien angeht, das ist ein sehr, sehr weites Thema und auch die Nutzung. Es gibt Menschen, die nutzen Verschwörungstheorien einfach, um Hassbotschaften zu betreiben oder zu verbreiten. Und sie können halt auch instrumentalisiert werden. Also ich finde Verschwörungstheorien mittlerweile ein sehr interessantes Thema, weil es eben nicht nur quasi ein Instrumentarium ist, um seine Angst zu kultivieren, sondern weil es auch irgendwo ein Mittel ist zur Wahrheitsfindung, ne, dass man darüber redet und dass man das nicht akzeptiert. Gerade im Zuge der Digitalisierung und
der Glaubhaftigkeit der Information, dass die Quellen immer mehr werden und überhaupt kein Filter mehr existiert, der nach Wahrheit und Unwahrheit unterscheidet. Und man beliebige Dinge als Struktur oder mit unserem Gehirn, das ja in Mustern denkt, als Wahrheit hinstellen kann und sich quasi die Dinge zurechtbiegt. Und ja, also langer Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr Lust habt, dass ich mich zum Thema Verschwörungstheorie ein bisschen weiter rein groove, indem ich da wirklich mal versuche, das Thema in einer Videoreihe etwas intensiver zu beleuchten, als das vielleicht in einem Video möglich wäre, vielleicht da auch in gewisse Verschwörungstheorien eintauche und selber so vielleicht ein bisschen recherchiere und dann sagt mir das. Ich kann euch nur das anbieten und ich kann nur sagen, dass ich selber persönlich versuche, objektiv an die Sache ranzugehen, weil ich auch ein Interesse daran habe, meine Meinung in einigen Dingen vielleicht zu falsifizieren oder zu verifizieren. Ich bin auf der Suche nach der Wahrheit und nicht irgendwie, um irgendeine Meinung von mir zu bestätigen. Wenn ihr da Lust habt, ich weiß nicht, wohin die Reise geht, ich werde einfach mich an das Thema ransetzen und schau, was passiert, und dann mache ich eine Videoreihe draus. Wenn ihr der Meinung seid, das interessiert euch, dann gebt mir einen Daumen nach oben, und wenn ihr der Meinung seid, das interessiert uns nicht, dann gebt mir einen Daumen nach unten und dann weiß ich Bescheid, ob das Thema in zukünftigen Videos eine Rolle spielen sollte und ob da eine Videoreihe dazu ins Leben gerufen wird. Das soll es für heute gewesen sein. Sagt mir Bescheid und gerne auch in die Kommentare, was ihr generell von Verschwörungstheorien haltet. Ich habe ein paar Fragen angerissen. Vielleicht gebt ihr mir auch Inspiration, in welche Richtung ich dann forschen sollte, so denn die Mehrheit daran interessiert ist. Und wir sehen uns dann morgen wieder, euer Christian. Tschüss.